Clown wird man nicht, Clown ist man. Jeder hat den eigenen Clown in sich. Man muss sich einfach nur wieder trauen, das rauszulassen. Es ist eine fröhliche Arbeit und es ist auch ein toller Beruf, weil ich bin immer mit Menschen zusammen, die mir auch entgegenlachen. Ich lache hin und dann kommt viel Lachen zurück. Ich würde euch noch gerade ein bisschen was erzählen, wo er rein dürft. Ja. Zimmer 307. Ich schreibe ein bisschen mit. Die hat ja eine Enzephalitis gehabt, hat sich aber super gut erholt. Ist jetzt nochmal zur Kontrolle da und freut sich schon auf euch. Und ihr kleiner Bruder ist heute zu Besuch. Ach, und super. Den dürft ihr dann quasi mit visitieren. Super. Wir Klinik-Clowns hier am UKW arbeiten für die Klinik-Clowns Lachtränen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und die Arbeit finanziert sich aus Spenden. Wir arbeiten nicht ehrenamtlich, sondern sind freiberuflich selbstständig tätig. Hier am UKW sind natürlich auch Kinder mit Krankheiten, von denen hat noch nie jemand was gehört. Es gibt viele Erkrankungen, die stehen im Fokus, was man schon mal gehört hat. Das Kind hat vielleicht eine Blinddarmentzündung. Aber hier ist Ausschlussdiagnostik. Und das macht es hier sehr besonders auch zu arbeiten. Also bei meinen Auftritten achte ich besonders darauf, dass ich in Kontakt bin mit dem Kind. Und schaue, was ist gerade, wenn ich ins Zimmer komme, welchen Spielimpuls habe ich. Wo geht's da lang, dass der Kontakt gut zustande kommen kann? Wisst ihr was? Wir haben das Rapunzel getroffen. Hallo, hallo. Anscheinend eine Familie. We are family. We are family. Also jeder hat seine eigene Clownsfigur und die ist so ein Teil auch, bei mir ist es ein Teil meiner Persönlichkeit, meiner kindlichen Persönlichkeit, Dinge, die ich eben gerne gemacht habe früher und wie ich war als Kind, eben ganz unbedarft, unwissend, fragend, tanzend, singend. Wenn es dem Kind schlecht geht und es niedergestimmt ist, dann wirken die Medikamente einfach nicht so gut, als wenn es immer doch mal wieder was zum Lachen hat und aufgeheitert wird. Das heißt, diese Verknüpfung von Körper und Seele, die ist einfach ganz doll da, die kann man nicht trennen und eigentlich können wir nur im Team gemeinsam den Kindern richtig gut helfen. Ja, ich kenne die Clowns schon sehr lange, als sie hier bei uns angefangen haben. Ich gehörte zu den Skeptikerinnen, weil ich dachte, man kann ja hier nicht alles überspielen. Hier ist es einem oftmals auch gar nicht so zum Lachen zumute. Aber was mich dann überzeugt hat, ist, dass die Clowns sehr sensibel auf die Situation eingehen. Je nachdem, was die antreffen, ob die Traurigkeit antreffen, ob die Skepsis oder Ablehnung antreffen oder ob die wirklich Kinder antreffen, die so begeistert sind, fasziniert sind und sofort mitmachen. Und die nehmen wahr, was da ist und lassen geschehen, was eben geschehen soll. Und das hat mir gut gefallen, dass alles möglich ist. Also wenn ich nach Hause fahre und ich in meinem Auto sitze und dieses Gefühl habe, es war ein leichter Tag. Wir waren gut im Flow mit meinem Partner, mit meiner Partnerin im Spiel. Die Kinder haben sich gefreut, die Eltern haben sich gefreut und wir konnten die Situation umwandeln von einer schweren Situation, die im Zimmer war, oder von einer schweren Energie in eine leichte. Dann fühle ich mich glücklich. Es ist auch schon so, dass das Personal auch auf den Stationen, auf denen wir sind, sich auch richtig immer freut, wenn wir kommen. Und auch das ist eben schön zu sehen, dass es nicht nur sind, ja nicht nur in den Zimmern, in denen wir arbeiten, sondern es ist das Personal schon. Es ist die Pflege und es ist sogar Reinigungspersonal, die schon Juhu schreien, wenn wir kommen. Es macht einfach auch Spaß. Es macht voll Spaß. Man hat mittlerweile schon das Gefühl, man gehört zu der UKW-Familie. Man gehört dazu. Sagen wir mal so, ich kenne die Klinik-Clowns seit Beginn meiner Tätigkeit. Ich kann mir ein Leben als Arzt ohne Clowns auf Station gar nicht vorstellen. Ich kenne es nicht anders. Tschüss.